Ich möchte sagen, dass die Maultaschen das schwäbisch-alemannische Nationalgericht sind und eigentlich der Wesensart des Schwaben doch sehr entsprechen. Insofern, dass sie nicht viel hermachen äußerlich und sehr bescheiden und einfach aussehen. Aber natürlich innerlich sind sie von grandioser Köstlichkeit. Einfach nichts über das schwäbische Maultasch. Die schwäbische Küche funktioniert nicht ohne Maultasche. Liebevoll wird sie auch Heiligstäschle genannt. Und wer daran denkt, dem läuft garantiert das Wasser im Mund zusammen. So ging es auch Jungunternehmern in Berglen. Michael und Peter hatten spontan eine super Idee. Ich war da einfach abends unterwegs mit Freunden, gemütlich essen, einfach in schwäbischem Ambiente. Und ja, in einer hitzigen und witzigen Diskussion kam dann letztendlich das Thema zustande, dass die schwäbische Esskultur irgendwie nicht weiterentwickelt wird. Und da es eigentlich mal witzig wäre, wenn es da eine Fastfood-Variante geben würde, also eine Alternative zu McDonald's, Burger King, Döner und Co. Und das war eigentlich so die Herausforderung, einfach mal zu sagen, wir probieren es, wir gucken, was passiert. Jeder nimmt ein bisschen Geld in die Hand. Sebastian, ebenfalls aus Berglen, machte auch noch mit. Das Kreativteam wollte erstmal eine andere Form für die Maultasche und natürlich auch andere Zutaten. Das ist mal was ganz Besonderes, eine andere Art der Maultasche. Im ersten Moment etwas extravagant, aber schmeckt sehr gut. Ich habe jetzt auch schon alles durchprobiert. Vom Curry, der Klassiker, vegetarisch und nicht. Jetzt mal schauen, was es noch ergibt. Vielleicht esse ich auch noch eine zweite. So ziemlich auf Anhieb klingelte die Kasse für die drei. Schon bald brauchten sie so viel Maultaschen, dass Eigenproduktion nicht mehr in Frage kam. Ein Partner musste her. In Waiblingen in der Metzgerei Kübler bekamen sie genau das, was sie wollten. Denn Geschäftsführer Fritz Heller verstand sie. Wir sind da mit einer ganz neuen Idee gestartet. Ja, und viele haben uns nicht vor voll genommen. Ja. Der Fritz war ja. Der weiß das nur ganz genau, wie wir bei ihm am Schreibtisch gesessen sind, ja, und erzählt haben. Und er war sofort Feuer und Flamme und hat eigentlich uns vom ersten Tag, sage ich jetzt mal, einfach mega unterstützt. Das war eigentlich vom ersten Tag eine mega Partnerschaft schon. Ich bin gefreut, wenn die jungen Menschen initiativ ergreifen, auf dem Markt ein bisschen was bewegen wollen. Und sie wollten eine qualitativ hochwertige Maultasche haben. Wir haben den Fleischanteil wesentlich erhöht. Maultasche in Großproduktion. Dagegen ist pure Handarbeit angesagt, wenn ein Sternekoch mit Landesmutter Gerlinde Kretschmann Maultaschen macht. Sieht erstmal alles relativ einfach aus. Doch wer erinnert sich nicht an den Schrecken, wenn die Maultasche im Wasser ist, die Fülle ziemlich gemein aus der Teigtasche quillt. So. Und den Rest schlutze ich noch ab, oder? Na, selber anders, ne? Gemachte mag ich ja schon, ja. Aber nicht von mir selber so. Gemachte, sondern von anderen selber gemacht. Aber ich zeige euch, dass es ganz einfach ja. ist. Es geht schnell. Wir machen in unserer Wirtschaft jeden Tag Maultasche frisch. Aha. Und es dauert nicht länger wie 15 Minuten, ist der Spuk vorbei. Ja, ja, ist eine Routine, ist klar, ja, Übung und so. Ja, ja. Aber wenn man das öfters macht, der größte Fehler ist, die meisten machen Maultasche gleich für das nächste halbe Jahr. Ja, dann so, ist das ein Kriegszustand. Ja, ja, die ja. tun also schuften wie die Verrückten. Ja. Dann wird eingefroren und dann wieder auftauen. Ja. Und den Kindern noch mitgeben. Ja, und, also lieber wenig machen, schnell, zack, und dann ist das eine nette Sache. Man muss ein Fetz Hackfleisch. Echt? Ja. Ja, ich habe gerade gedacht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein Hackfleisch nicht da hätte, aber das wenn Sie das sagen. Ja, das ist ja das Tolle an der Maultasche, am Schluss sieht man immer, was drin war. Ja, ja. Nicht? Und wenn das ein bisschen Fett dabei ist, ist es einfach schmackhafter. Mhm. Ah ja. Aber wenn einer natürlich beim Essen abnehmen will, dann kann er das auch ohne Fett machen. Aber es schmeckt nicht so gut. Ja,
Nein, beim Essen will ich eigentlich auch nicht abnehmen, das muss ich auch sagen. Ja. Also. Der Teig soll dünn sein. Und die Fülle die, dick, oder? Ja, und weil die Leute das essen, die sind ja sowieso oft teugig. Na, zumindest wird die Maultasche wohl nirgends besser gemacht als im Schwäbischen. Aber stammt sie wirklich von dort? Überall wird erzählt, Marco Polo hätte die Maultaschen aus China gebracht, über Italien nach zu den Schwaben. Das ist ein Gegenteil. Aber wer sagt uns nicht, dass die Schwaben die Maultaschen nach Italien gebracht hat und der Marco Polo die Maultaschen von Italien nach China? Also die waren zuerst dran, meinen Natürlich, Sie? Bestimmt. Im schönen Kloster Maulbronn soll die Geburtsstunde der Maultasche geschlagen haben. Durch Zufall fiel zwei Mönchen ein Stück Fleisch in die Hände, aber ausgerechnet in der Fastenzeit. Deswegen tarnten sie es mit frischen Kräutern und versteckten es ganz schlau im Teig. Heute gibt es Maultaschen in unendlich vielen Varianten. Ich habe Ihnen mal eine Auswahl hier vorgestellt. Das ist jetzt die Spinat-Ricotta-Tasche, die für Vegetarier ist. Das ist unsere Lachsmaultasche mit Lachs, mit geräuchertem und frischem Lachsstückchen drin. Das ist eine Kalbfleisch-Maultasche, die sehen Sie, die ist gerollt. Und das ist mit reinem Kalbfleisch, das ist also pur, ohne Schwein, ohne Rind, nur mit Kalbfleisch. Hier ist jetzt unsere urige, die kernige, mit viel Fleischanteil. Das ist jetzt die Maultasche für Running M, damit Sie sehen, wie die von Schnittbild her ausschaut. Und das hier ist eine vegane Bio-Maultasche, also rein vegane Bio-Maultasche. Maultaschenideen sind grenzenlos. Man wird immer neugieriger, die Jugend vor allen Dingen, die wollen einmal was anderes ausprobieren. Ja, und der Klassiker ist halt, wenn man sagt, okay, ich will eine Maultasche, ich greife auf den Klassiker zu. Aber man will, weil es ein Gericht ist, das man ja immer und oft und schnell machen kann, ist das natürlich immer mal eine Variante, die man dann eben mal was anderes gerne eben ausprobiert. Ja. Und Sie haben sich schon an der Süßen versucht? Ja, die Süße haben wir auch schon mal gemacht für den Kunden. War eine interessante Sache. Ja, ist, Was haben Sie reingemacht? Ja, wir haben Pina Colada reingemacht, wir haben ein bisschen so die südländische Art. Und da hat eben das mit der Konsistenz nicht so funktioniert. Und beim Wiederwarmmachen hat sich die Maultasche ein bisschen so in Einzelteile zerlegt. Tja, die Süße, die macht also auch nicht immer das, was Köche wollen. Und nicht nur bei den Italienern gibt es interessante Varianten des schwäbischen Kulturgutes. Gyoza heißt unsere Maultasche, sagt der Japaner. Die Zutaten: Fleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer. È stata creata dalle famiglie nobili italiane. Ravioli und Tortellini waren ein reiche Leute-Essen, gefüllt mit Hackfleisch oder Weißkäse mit Spinat. Und freilich Wantan, die Urtasche aus Fleisch, Eiern, Stärke und Sesamöl. Die russische Variante Pelmeni stammt ursprünglich aus Sibirien und wird auch mit Hackfleisch gefüllt. Den eindrucksvollsten Namen hat aber garantiert Thaddäus Troll der schwäbischen Maultasche gegeben. Außen pfui, innen hui, Maultaschen sehen aus wie Wasserleichen, die in einer Brühe herumschwimmen. Aber es ist schon saumäßig gut. Der Kern ist gut, wie bei den Schwaben auch. Wasserleiche, und doch ist sie immer noch da. Vincent Klink orakelte also in jungen Jahren richtig. Diese Umbruchszeit, die wird sich also in den nächsten Jahren zum Guten wenden für die Maultasche. Die wird auf jeden Fall unausrottbar sein. Unausrottbar. Genauso sieht es auch das I Love Maultasch-Team. Auf zwei Herdplatten auf dem Wochenmarkt in Winnenden ging es mal los. Aber sehr schnell wurden sie mobil. Mit zum Erfolg beigetragen hat Peters Mama. Die hat der Jungunternehmer einfach mit eingespannt. Kathi machte von Anfang an die Soßen. Ich helfe mit meiner Tatkraft. Was bei mir können sie zum Spülen kommen, das haben wir am Anfang ja auch gemacht. Würde ich dir alles machen für die Puppe. Von Anfang an war Kadi, also wir nennen Kadi ja die Mutter der Revolution, sonst hätte es diese Maultaschenrevolution eigentlich nie gegeben.
Und Kati ist da sofort eingesprungen und hat gesagt, hey Jungs, ja, vom Kochen habt ihr wirklich nicht wirklich einen Plan, aber die Idee ist halt grandios. Und so ging das los. Und da haben wir uns dann immer getroffen zur Kochsession bei ihrem Bistro. Da haben wir wirklich an zwei Herdplatten, haben wir Currysoße gekocht, Bratensoße. Ja, haben uns da drei Stunden gut unterhalten, gell? Haben nebenher gekocht und haben richtig Fun gehabt miteinander. Und so ging das los, ja. Ein Geheimrezept hat Kati für ihre Soßen auch. Da kommen nämlich pürierte Früchte rein. Wenn Kati beschließt, dass sie krank ist, dann muss sie davor entsprechend viel Soße kochen. Oder sie darf nicht krank werden. Das ist eine ganz einfache Nummer. Wir können uns natürlich auch krank werden. Also alles doch nicht ganz so einfach. Maultaschen gibt es natürlich massenhaft. Aber die Variationen, die wir machen, die gibt es halt noch nicht so oft. Und das ist das Interessante. Und uns gibt es natürlich nur einmal. Ne? Wir sind halt als Typen auch wirklich unverwechselbar. Also wir drei als Person. Ja, ganz besonders. Genau. Wenn wir da auftreten, wir drei. Also das ist einfach so ein Merkmal. Zu dem geile Logo dazu. Und von uns zwei gibt es halt auch ziemlich viel. Ne, muss man ja auch einfach auch sagen. Ne? Klare Sache. Michael, Peter und Sebastian vermarkten sich immer gleich mit. Für jede Veranstaltung immer was Neues. Diesmal soll es eine spezielle Kreation für die Stallwächterparty in der Landesvertretung in Berlin sein. Versuch Nummer 1 mit schwarzem Himalaya-Salz. Also optisch sieht es mal interessant aus, finde ich. Aber bringt es eine Schwarz-Rot-Gold-Nummer zu machen am Baden-Württemberg-Fest? Ja. Irgendwas Baden-Württemberg-Technisches wäre doch irgendwie cool, oder? Ja, können wir da mit Curry irgendwie BB reinmalen? Probieren wir es, oder? Machen wir den nächsten Teil. Ja, vielleicht sollten wir es auch mal probieren. Klar, selbst Testessen, aber auch andere versuchen lassen ist wichtig. Ja, mal was Neues. Schmeckt lecker, auf jeden Fall. Aber noch nicht perfekt. Einen Tag später, Michael hat eine Schablone für den Löwen aus Baden-Württemberg gemacht. Ich habe das dann wirklich also in Millimeterarbeit mit einem Skalpell ausgeschnitten. Das haben doch deine Kinder gemacht, oder? Nee, das habe ich gemacht. Das geht diesmal auf My Konto. Wunderschön, oder? Wunderschön. Ja. Löwe mit Curry, Maultasche à la Currywurst, Mamas Süßle drauf, nochmal Currystaub. Perfekt für die Party in der Landesvertretung in Berlin. 583 Kilometer mit denen zwei in dieser Konservebüchse. Gott sei Dank sind wir da. Also nix wie rein. Harte Arbeit wartet. Und viele bekannte Politiker. Auf jeden Fall bringt das Dreamteam gleich frischen Wind mit. Das holt aber auch die Leute an. Das ist quasi Geruchsmarketing, was wir machen. Und das funktioniert tatsächlich. Das ist der Stuttgarter Currylöwe, oder? Das Fotomodell des Tages. Ich glaube, so oft ist Essen noch nie fotografiert worden wie heute. Der Currylöwe im sternenverdächtigen Design. Ja, gut, ist absolute Identität, ja, mit dem Haus hier, mit Baden-Württemberg. Und es spiegelt sich das Haus wieder. Kann ich es rausschicken? Kann ich es rausschicken? Guten Appetit. Dann eine schwäbische Currywurst. Ja, das mal. Hier, guck mal. Bring mal in Palmer ein lecker Curry. Jetzt der Oberbürgermeister-Test. Fängt an wie Currywurst und hört auf wie Maultaschen. Wir testen das jetzt, ne? Darauf folgt der Härtetest. CDU und SPD beim gemeinsamen Geschmackstest. Wenn Sie Maultaschen bestellen, darf ich es persönlich übergeben? Ja, ich komme gern mit. Bisher standen nur eine Rede und Gespräche auf dem Menüplan von Winfried Kretschmann. Bitte schön, dann wünsche ich schon mal guten Appetit. Also die Currysoße kocht alles in der Mutti, das ist wirklich mit Obst und allem drum und dran. Probiert es, sehr lecker. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, lasst es euch schmecken. Ja? Schönen Abend noch. Alles richtig gemacht. Maultasche an den wichtigsten Mann gebracht. Es neigt sich so langsam dem Ende zu. Also der Ansturm war jetzt echt richtig groß. Wir haben jetzt auch echt schon viele gehabt, die also Wiederholungstäter. Einmal angefixt, kommen sie immer wieder, das ist immer so. Ein voller Erfolg, die Löwenmaultasche in der Landesvertretung. Da haben die schwäbischen Käpsele in Berlin bewiesen, wir können alles.
Kaum zurück, denken sie schon wieder über neue Ideen nach. Sie sprudeln nur so vor Kreativität. Der M-Dog, geschwind erklärt, ist eine Laugenstange. Eigentlich so nach US-Vorbild, nach dem US-Hotdog, wird der praktisch, das Brötchen wird dann gegrillt, das schön warm ist. Da kommt dann auch die Mamas Bratensauce rein. Und dann der große Trick ist das hier. Das haben wir zusammen mit unserem Metzger entwickelt. Das ist eine Maultaschenwurst. Also ist eigentlich eine Weltsensation. Das ist eine Maultasche in Wurstform. Also das ist unser Isle of Maultasch Maultaschenbrät. Kunstvoll in den Darm gebracht, im Buchenrauch geräuchert. Also ganz kompliziert, das Herstellungsverfahren. Und dann wieder geschält. Und daraus wird unsere Dog, wir nennen das Dog. So als Anlehnung an der Hotdog ist das unsere Dog. Das grill ich jetzt mal an. Oh je, Maultaschenwurst. Ob das den Geschmack der Schwaben nicht überreizt? Da wagt der Michael wirklich was. Schön, in sein Bett. Geil, oder? Naja, Hauptsache es schmeckt. Vielleicht könnten die drei ja noch von einer Stuttgarter Idee profitieren, dem Maultaschenkonfigurator. Ging auf mein Konto. Der Stefan hat alle verrückten Ideen, muss man dazu sagen. Mir ist die Idee in den Kopf gekommen, vor allen Dingen auch darum, weil wir alle Maultaschen-Junkies in dem Fall sind. Jeder soll seine Wunschmaultasche auf Bestellung bekommen können. So das Ziel des Teams, das aus einem Metzgermeister, zwei IT-Experten und zwei Bankern besteht. Auch jeder im Team hat andere Vorlieben. Und so funktioniert's. Zuerst die Teigfarbe wählen. Gelb, grün, rot oder schwarz und auch orange gibt es. Dann die Grundmasse, die darf auch süß sein. Danach die Zutaten, für die Füllung auch Lebkuchengewürz, Bier und Calvados-Saft rein. Es gibt übrigens sogar eine Pizza-Maultasche. Zum Schluss bekommt die Tasche einen Namen. Jungs. Metzgermeister Stefan Bless präsentiert ständig auch eigene Kreationen. Das sind die Chili Cheese, das ist die Pizza und das ist die Tomate Mozzarella, also die quasi die rote ist die Tomate. Die anderen sind dann die Versuchskaninchen. Und das ist auch spüren, das ist Konsistenz. Ist gut, geschmacklich gut. Mhm. Aber die sieht einfach lecker aus. Also und das ist jetzt die Chili Cheese vegetarisch, also die scharfe Variante jetzt nur in der vegetarischen Form. Weil sobald es zu viele Zutaten wird und man zu viel rumexperimentieren kann, dann kann schon genau die Maultasche herauskommen, wo man sagt, naja, also schmecken tut's nicht mehr. Und deswegen begrenzen wir das auf 5. Mit den 5 Zutaten kommen wirklich eigentlich wilde Kreationen heraus, aber es schmeckt trotzdem immer noch. Maultaschenkonfigurator. Davon träumte die Frau von einst, die mühsam alles von Hand machen musste. Den ich immer mal wieder in die Schüssel haue. Dann nach einer Weile, dann schaue ich mal nach, ob er richtig ist, der Teig, schneide ihn in der Mitte durch und wenn er kleine Bläschen zeigt, ist er fertig. Dann mache ich die Fülle und fülle damit in den Nudelteig, den habe ich inzwischen schön ausgewählt. Und da tue ich jetzt so einen ganz großen gehäuften Löffel in die Mitte reinsetzen und streiche mit Eiweiß außen den Rand ab und klebe das zusammen. Heute ist die schwäbische Maultasche übrigens durch ein EU-Siegel geschützt. GGA. Geschützte geografische Angabe. Neben der Erfindung des Dübels und des Autos jetzt ein weiterer schwäbischer Zivilisationsbeitrag, der schwäbische Metzgermeister beschützt. Wir haben einfach die Angst, dass eventuell ein Großkonzern in Osteuropa zu günstigeren Lohnkonditionen oder mit Subventionen so ein Produkt wie die schwäbische Maultasche herstellt und uns dann eventuell aus dem Markt katapultieren könnte. 5 Jahre Kampf durch alle Instanzen. Wo schwäbische Maultasche draufsteht, darf jetzt immer nur schwäbische Maultasche drin sein. Heißt Schweinefleisch, Rindfleisch, eventuell gerauchter Bauch, Spinat, Petersilie, Lauch, Zwiebeln, Eier, Brotbrösel und Gewürze.
Schwäbische Gründlichkeit heißt, selbst das Gewicht muss stimmen. Ebenso die Größe und auch der Fleischanteil. Und laut EU-Deutsch muss entweder die Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung im geografischen Gebiet Schwaben stattfinden. Essen darf man sie aber auf der ganzen Welt. Bloß gut, dass sie jetzt geschützt ist. Denn 1977 wurde die Maultasche von Bonn aus regelrecht attackiert. Das Hackfleisch in der Tasche war den Gesundheitsaposteln damals ein Dorn im Auge. Das hätte fast zu einem Verbot der Maultasche geführt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die in dem fernen Bonn, die sowieso nur Kartoffeln essen, die sind ja nicht mal genießbar, auch noch über unsere Maultaschen herfallen und uns Schwabes Maultaschenessen verbieten wollen. Das ist ein starkes Stück, das muss ich schon sagen. Ich kann es einerseits verstehen, weil Hackfleisch doch ziemlich schnell verderblich ist. Auf der anderen Seite essen, glaube ich, die Schwaben seit einigen hundert Jahren Maultaschen und ich glaube, sie sind wenig dran gestorben. Ja, ich kenne eine Frau, die war schwer krank. Und dann hat sie nichts mehr essen können, dann hat man mal eine Maultasche gegeben, probeweise. Und die haben ihr prima geschmeckt und heute ist sie 91 Jahre alt. Sie sagt, die Maultasche haben das Leben gerettet. Na also, geht doch. Schließlich haben sie doch auch Willy Brandt geschmeckt. Ach ja, auch Jungunternehmer müssen sich immer wieder mit strengen Vorgaben rumschlagen. Die Geschäftsgründer aus Berglen leben jetzt nur noch von der Maultasche, haben mit ihrer Firmenidee sogar Arbeitsplätze geschaffen. Denn täglich gehen Anfragen ein. Und wie gesagt, also entscheidet euch dann schnell. Und wenn ihr sagt, hey cool, ihr macht das mit I Love Maultasche, dann hauen wir mit euch da richtig auf der Putz und feiern mit euch eine geile Hochzeit und eure Gäste, okay? Großeinsatz am Wochenende. Samstag und Sonntag wird je sogar zweimal die Stadt gewechselt. Ihr Einpacken haben die Jungs deswegen perfektioniert. Ein Traumplatz bei der langen Museumsnacht in Stuttgart. Und noch bevor die ersten am Museum Schlange stehen, essen die treuen Schwaben Maultaschen. War okay, war nicht in Ordnung. Jetzt mache ich euch lecker essen und dann gehen wir nachher noch mal weiter. Hey, war der am Telefon eng zum Fall oder was? Also mich wundert das, dass die Leute, wenn du mit dem Telefon hörst, dass du wirklich dann kommst, also das ist für mich völlig faszinierend. Wir wollen es für die Hochzeit als Catering nehmen, genau. Jetzt. Für eure Hochzeit? Genau, ich denke mal, ist eine gute Alternative. Wir wollen mal nicht immer das Klassische, nicht immer da braten und so, mal was anderes. So, Schwabetäpfle rein. Schneller war ich mit dich dann. Für das Hochzeitspaar hat sich Michael diesmal sogar eine süße Nachtischvariante ausgedacht. Wo die Fritze? Als Deko drüber. Na, ich habe jetzt einfach mal zwei Becherle gemacht. Das ist Nudelteig, gefüllt einmal mit Pudding, mit frische Kirsche. Und Apfel-Zimt-Mandelfüllung. Da können wir unser Catering bald erweitern damit. Super. Wenn ihr sagt, ja, okay, wollten nur das Hauptgericht und Nachtisch ist vielleicht bei euch auch noch interessant. Weltpremiere. Das Paar bucht die Jungs. Ach ja, Maultaschen machen das Leben einfach schöner. Das heilige Täschle wird garantiert niemals vom Aussterben bedroht sein.